Findest du das nicht albern? Ja, das ist eben der feine, aber kleine Unterschied zwischen uns. Was hat denn Krüger gegen Sie? Warum will er Sie denn loswerden? Ich weiß es nicht. Das Geld? Nee, es ist das Geld. Wenn Sie sich da so sicher, wenn Sie es nicht wissen. Weil Geld noch nie zwischen mir und Krüger stand. Ach komm, das ist doch Bullshit. Das ist eigentlich, was zählt in Ihrem Leben? Kohle. Schimanski, als ich mich damals in die Büsche schlagen musste, war Krüger der Einzige, der sich um mich und Lett gekümmert hat. Wir sind Blutsbrüder, seitdem wir 13 sind. Halt mal, Chef, ich will ein paar Bier. Vier Bier. Was heißt vier Bier? Quatre Bier. Vier Bier. Oui. Voilà. Quatre Bier. Was macht denn das? 500 francs, s'il vous plaît. Was? 800. Ja. Merci. Und 200 retour. Stimmt so. Merci. Santé. Auf Ihr Wohl. Legier, s'il vous plaît. Reden wir noch mal über die Mordnachtmangel, ja? Wieso? Ihr Bild von mir als Mörder steht doch fest. Krüger hat den Hieb- und Stichfestes Alibi. Lieber, und Sie? Nicht. Richtig. Der Schaffner. Na und? Bonsoir. Legier, s'il vous plaît. Bonsoir. Deux fois à Verviers normal, s'il vous plaît. Deux fois? 2000, s'il vous plaît. Mein Freund zahlt. Ich habe irgendwas gegen Männerfreundschaften. Oh là là, c'est pas vrai. Cette saloperie là. Sehen Sie, Vorurteile gleich im Keim ersticken. Dein Schwachsinn, der da lang ist. Wieso ist denn die Notbeleuchtung auch aus? Mann, wo sind Sie? Ich habe meine Pistole verloren. Mandel! Wenn jemals wieder Zug fahren sollte, hoffe ich, dass Sie nicht auf demselben Planeten sind. Au. Okay. Irgendwas gebrochen? Ja? Nein, nur verstaucht. Naja. Ja, man muss so ganz locker bleiben. Ist Ihnen mal aufgefallen, wie Besoffene immer vom Barocker fallen, ohne dass sie sich was tun? Ja, mir müssen Sie das nicht erzählen. Okay, komm. Dann gehen wir. Komm. Mandel, haben Sie meine Pistole? Was ist denn? Ja, bei Verstauchungen geht Gelenk kurzfristig belasten und dann wieder Ruhe gönnen. Ja, aber das heißt doch nicht etwa... Doch. Oh Mann, das kann dauern.
Schimanski. Ja? Sie drücken mir auf die Blase. Ignorieren Sie es. Kein Arsch in der Hose, aber La Paloma pfeifen. Okay, danke. Ich mag Sie auch. Also, Mann, Mandel, was wiegen Sie denn eigentlich? 76,5. Oh. Im Knast kann man zum Gourmet werden, wenn man es sich leisten kann. Ja, und Sie konnten? Ja, der Cashflow lief ausgezeichnet. Ja, Krügers Geschäfte werfen sicherlich gut was ab. Ja. Pardon. Es ist mir wirklich wahnsinnig peinlich. Schimanski! Es ist wirklich Pech für Sie, dass Sie vom Westen sind. Kämen Sie aus meinem Teil der Stadt, dann wüssten Sie ja, wie es Leben läuft. Ja, klaust du mir was, klau ich dir was. Ja, wenn du nicht klaust, bist du blöd. Schimanski. Schimanski, geht's wieder? Ich kann Ihnen sagen, was Sie alles erlebt haben. In der Zeit war ich in Stalingrad. Ich habe so das dämliche Gefühl, als wären wir verfolgt. Was? Wo denn? Ja, weiß ich nicht. Gesundheit. Wir würfeln, okay? Wir machen die grobe Arbeit, wer lenkt ab? Gerade oder ungerade? Gerade. Sie machen die grobe Arbeit, ich lenk ab. Ich habe gesagt, Sie machen die Drecksarbeit, ich lenk ab. Dann können Sie alles von mir haben. Ja, mein Geständnis. Ich nehme die Sache von damals auf mich. Was wollen Sie denn hören, Schimanski? Ja, ich habe den Prokuristen umgebracht. Der hat mich beim Feuerlegen. Der hat mich beim Feuerlegen überrascht. Ich habe ihn mit dem Aschenbecher niedergeschlagen. Ich werde es auch sagen. So war's. Schimanski. Ist mein Gesicht in Ordnung? Bin ich schmutzig? Alles in Ordnung. Ich möchte nicht so unter die Augen treten. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnte ich Ihre Jacke nur ganz kurz. Auch das. Danke. Ich grüße Sie von Ihnen. Okay, viel Glück. Bleiben Sie stehen! Schwester! Sie dürfen hier nicht! Schwester, das ist der Vater von der kleinen Nicolette. Schön ist sie geworden. Ich.
ganz ruhig. Wir kriegen ihn, mit Ihrer Hilfe kriegen wir ihn. Sie machen Ihre Aussage in Düsseldorf und dann... Dann haben wir ihn, okay? Ich will dich sehen. Jetzt. Umsonst, du Arsch. Schimanski! Passen Sie auf meine Tochter auf.